Ja, hallo? Oh, Entschuldigung, jetzt höre ich Sie. Ja, hier Butterberg. Wer spricht denn dort? Hier Alex Zagebein. Vielen Dank für Ihren Anruf. Es ist nur gerade... Ich möchte mit Ihnen den Vertrag abschließen. Sie hatten doch bei meiner Sekretärin letzte Woche angerufen. Ja, sicher, aber... Passt es Ihnen jetzt nicht? Nein. Also, natürlich. Doch. Stopp. So geht es gar nicht. Schatz, wir müssen reden. Du verkaufst gerade deine Haut. Da musst du schon sachlich und mental vorbereitet sein. Du sagst jetzt... Vielen Dank für Ihren Anruf. Aber gerade ist es wirklich sehr ungünstig. Wann kann ich Sie denn zurückrufen? Ach, na gut. Also, ich weiß nicht. Ich melde mich nachher nochmal. Ja, hallo? Butterberg, Landesbühne Schwurbelbach. Herr Zagebein, haben Sie denn jetzt Zeit? Ja, klar, natürlich. Ich muss nur ganz kurz... Schon falsch! Es muss ja nicht gleich bei der ersten Verhandlung Tote geben. Machen wir es nochmal. Du sagst... Wir haben leider schon wieder Pech. Ich bin gerade mit dem Rad auf dem Weg ins Theater. Aber ich würde gern bei Ihnen im Büro vorbeikommen. Und alles persönlich besprechen, ja? Schon besser, Schatz. Du hast alles Recht der Welt, dein Gespräch in aller Ruhe vorzubereiten und es entspannt durchzuführen. Persönlich ist immer am besten. Du verhandelst deine Existenzgrundlage der folgenden Jahre. Da gibt's eine Menge zu besprechen. Und du darfst und musst das Gespräch auf Augenhöhe führen. Aber Butterberg ist doch so ein super krasser Typ, der immer alle über den Tisch zieht. Ja, klar. Du bist ein blutiger Anfänger und er ist ein knallharter, stadtbekannter Verhandler. Gerade deshalb musst du dir Zeit nehmen. Nimm all dein Selbstbewusstsein zusammen. Sie wollen dich haben. Das ist schön, aber du sollst ja auch was leisten. Dafür sollen sie angemessen zahlen. Kein Grund, dich zum Mäuschen zu machen. Mäuschen werden von der Katze gefressen. Ah, guten Tag, Herr Zagebein. Bitte nehmen Sie doch Platz. Was kann ich für Sie tun? Ich dachte mir, dass wir vielleicht über meinen Vertrag sprechen. Ah ja, natürlich. Sie hatten ja bisher keine Zeit für mich. Jetzt bloß nicht einschüchtern lassen. Richtig. Aber jetzt haben wir ja beide Zeit füreinander. Lächeln? Ja. Die Gagenliste. Was haben Sie sich denn so vorgestellt? Ich weiß ja jetzt gar nicht so genau. Nee. Ganz falsch. Alex, du musst dir für so einem Gespräch zwei Zahlen ganz genau ausdenken. Erstens die Gage, die du für angemessen hältst und die du haben möchtest. Darüber solltest du unbedingt mit KollegInnen zum Beispiel der Ensemblevertretung gesprochen haben, damit du weißt, wie du dich einordnen kannst. Aber es heißt doch immer, über die Gage ist Stillschweigen zu bewahren. Ach, vergiss es einfach. Das ist Bullshit. Illegal, gesetzwidrig. Du darfst über deine Gage so laut, so oft und mit wem du willst sprechen. Selbst wenn das später in deinem Vertrag steht. Du kannst es ruhig unterschreiben. Es gilt schlicht und einfach nicht. Gut. Okay, das habe ich verstanden. Und was ist die zweite Zahl? Die ist fast noch wichtiger. Deine absolute Untergrenze, unter der du nicht abschließt. Also, wenn du 3.000 Euro haben willst, aber keinesfalls weniger als 2,7, dann sagst du... Ich hätte gern einen Zweijahresvertrag mit 3.300 Euro.
Oh Gott. Herr Butterberg, was ist los? Entschuldigen Sie, brauchen Sie ein Glas Wasser? Quatsch, braucht er nicht. Und du brauchst dich doch auch nicht entschuldigen. Mann, also, der kennt doch das Spiel. Also sorry, Herr Zeigebein. Zeigebein, bitte. Also so ein Betrag kann sich das Theater einfach nicht leisten. Ich könnte Ihnen vielleicht 2,4 anbieten. Das ist immerhin einiges über dem Mindestgagenniveau. Jetzt ganz ruhig bleiben, verständnisvoll nicken. Wir hatten letztes Jahr erhebliche Kürzungen. Unser Gagenniveau gibt das einfach nicht her. Sie können das nachlesen. Schwurbel die Schwups. Unser Kämmerer hat kein Verständnis für Kultur. Das ist ein ständiger Kampf. Also ich könnte Ihnen eventuell 2,450 anbieten. Aber ich müsste noch mal Rücksprache halten. Sagen wir 2,5. Entschuldigen Sie, Herr Butterberg. Aber da kommen wir leider nicht zusammen. Ich weiß, dass Sie einen sehr anstrengenden Job haben und ich verstehe Ihre Probleme wirklich, aber Sie müssen auch meine Situation sehen. Gut so. Weiter. Ich brauche eine kleine Wohnung. Kennen Sie die Mietpreise in Schwurbelbach? Ja, natürlich. Schrecklich. Ganz schrecklich. Ich habe eine kranke Mutter, die ich unterstütze. Meine Freundin hat ein Engagement in München, da muss ich... Aber das sind Ihre persönlichen Umstände. Ja, aber wohnen muss jeder irgendwie, oder? Ja, natürlich. Ich müsste dann noch mal mit dem Intendanten reden. Wir können da vielleicht noch... Schwurbel. Wir haben da noch Mittel vom Förderverein. Also 2,7. Das wäre das Äußerste. So, und jetzt fängt Herr Butterberg an zu mauern. Aber dann kann ich ja jetzt Schluss machen, oder? Nein, mach weiter. Jetzt sagst du... Vielleicht können wir uns ja in der Mitte treffen. Das wäre doch nur fair, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Könnten Sie mir stattdessen 2 Gesangsstunden im Monat bezahlen? Das vermindert ja auch nicht wesentlich die Kosten für uns. Ja, aber ich werde besser. Da haben Sie doch auch was von. Und so weiter und so fort. Nicht aufgeben, dranbleiben, nett bleiben, nerven. Wenn für die erste Spielzeit nichts geht... Dann verhandle einen Erhöhungsbeitrag für die zweite Spielzeit. Aber aufpassen. Immer zusätzlich zu den Tariferhöhungen. Verstehst du das? Nö. Es gibt jedes Jahr Tariferhöhungen, die die Gewerkschaft aushandelt. Also, wenn du jetzt 2.700 Euro bekommst und die Tariferhöhung 3% ausmacht, sind es am Ende der Spielzeit 2.781 Euro. Und auf die muss der Erhöhungsbetrag berechnet werden. Und wenn alle Stricke reißen... Sagst du... Ich muss mir das nochmal überlegen. Ich melde mich dann bis Ende nächster Woche. Diese junge Schauspielerin.